my dearest Lara. I often think about the shame I have brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? When I was young, it was just my father and I. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. I may have found the next piece to the puzzle, but they're following me. I know them by name now. Trinity. Of course, no one believed him, including me. It's me. Hannah, I'm so sorry. Dad was right. Tombs in Syria. Syria? This is madness. As I walk through poison sands, through the flames of burning lands, my feet are torn, they're torn to strands. I will not thirst. And I saw something. I realized my father was right. Who the hell are you? I suspect you already know. Trinity. I led them to it, Jonah. The divine source is real. We've got to find it first. Siberia it is, then. Such a mark on this world. Again and again. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal Rise of the Tomb Raider. Ja, ich bin ein großer Fan, sagen wir auf jeden Fall mal so, von der Tomb Raider Serie. Ich fand sogar die Filme ziemlich gut, was eigentlich viele nicht so gut fanden. Auch die Spieler natürlich logischerweise sehr, sehr gut. War dann nicht ganz, ganz cool. Und deswegen habe ich gedacht, wir schauen uns mal das Ganze an. Ich habe mir von Rise of the Tomb Raider eben vor ein paar Wochen eben die 20 Jahre Edition gekauft, also die 20 Years Edition. Und war eben ganz, ganz günstig im Angebot. Dachte mir so, gut, nutze ich doch mal die Chance, bei so einem Schnäppchen zuzuschlagen. Und würde ich mir auch gerne mal das Spiel eben anschauen. Ja, ich würde sagen, legen wir auch direkt mal los. Erstellen wir uns mal ein neues Spiel. Ich war schon ganz kurz drin, ob der Sound soll, dass alles passt. Und ich hoffe, der sollte jetzt eigentlich richtig eingestellt sein. Und dann legen wir mal auf dem Schwierigkeitsgrad Tomb Raider los. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen.
keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Davon stimme ich vollkommen zu, wie gigantisch das Ganze einfach nur ausschaut. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Schaut euch mal die Sonne an. Lass uns vorsichtig sein. Das Ganze einfach. Wow. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Das ist hier gar nicht so ungefährlich auf jeden Fall. Selbst wenn wir hier nichts finden. Denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Schaut euch das mal an. Wow! Scheiße! Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Oh, halt die fest, halt die fest. Oh, sehr schön. Gut. Okay, bewegen wir uns mal hier rüber. Bist du in Ordnung? Ja. Jonah! Immer doch. Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ja, hier bist du schon mal hoch. Bitte machen wir das doch mal. Hallop. Bam! Nehmen wir. So. Wir müssen ein bisschen hier weiter ein bisschen rechts und dann hochklettern. Ja, das soll mal das Geilste sein, was diese Kletteraktion und Kletterpassage haben. Zum Raider und die Rätsel, aber. Diese fand ich schon immer sehr, sehr gut. So. Oh, da alle ab. Die Stimmung allein schon. Die wird jedes Jahr für jedes Jahr besser. Okay, jetzt nimm meine Hand. Spiel für Spiel, sagen wir so. Hab dich! Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Direkt mal Punkte bekommen. Da müssen wir wohl durch. Schön. Was für ein Zufall. Dort ist direkt eine Höhle, da wo wir hin möchten. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Wahnsinn. Das schaut doch mal geil aus, hä? Diese Umgebung gönnt ihr euch mal. Diese Stimmung allein schon. Also das ist einfach nur krass, wie sie das gemacht haben. Ich spiele sie auch schon ein bisschen älter. Ich glaube jetzt auch von 2016 schon. Wenn mich nicht irre. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib da an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Gut, ich springe. Sehr schön. Der wird schon nachkommen. Ich habe auch schon mal das nachgeguckt. Also in dem Spiel geht zum Beispiel auch, ist Toby Eye Tracker. Und er schützt das Ganze eben auch. Langsam und ruhig an. Bleib
Aber ich werde es auf jeden Fall hier erstmal ohne zocken. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Davon kann man wirklich sagen, das war sehr, sehr knapp. Und ab. Müssen wir, glaube ich, ein Stück hier und höher noch springen. Die ist auf jeden Fall mutig. Muss man ihr lassen, auf jeden Fall. Ja, du schaffst das. Ich glaube nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest. Okay, ich gebe dir etwas Seil. Ja, danke. Schau mal, dass das gescheit wird. So hier oben fest machen können. Da oben. Ah, direkt über uns. Alle ab. Komm schon, Lara. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, okay, machen wir das nochmal. Schön Schwung holen. Vor. Ja, ein Stückchen mehr Schwung, brauchen wir. Nee, hat noch nicht gereicht. Komm schon, ja. Du schaffst das. Oh Mann. Ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Ja, ja. Halte da kurz durch. Noch den letzten Schwung, den der muss halt erreichen. Tolles Wetter haben wir uns ja ausgesucht, auf jeden Fall. Scheiße! Schneller, verdammt! Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Lauf, 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 lauf! Ah, komm schon, zieh dich hoch! Alter Schwede! Hopp, 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 lauf! Hohoho! Da ist uns bestimmt beeilen! Oh ne. Lauf, 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 lauf. Kriegst das hin, Lara. Nochmal. Und noch ein Stückchen. Springen! Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern
Wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Anna! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Ach, mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Loser Kack! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Oh.
Nein! Zurück mehr. Es muss hier sein. Tja, so schnell landet man in Syrien. Und schauen wir doch mal, wo wir denn uns wohin begeben können. Wir haben halt gar keine Ressourcen mehr. Ja, wieder auf Null gestellt. Ist erstmal was Neues. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Okay. Ja, schauen wir mal. Wir müssen hier rechts lang. Wir haben eine ganz gute Idee. Ne, es geht hoch hier. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Aber genauso auch hier, wie die Stimmung hier einfach ist. Hier ist eine riesengroße Stadt. Sieht man auch wieder gerade die ganze Zeit. Kann man sagen, wir gerade unten kämpfen. Und sogar, gib mal einmal kurz einen Nebenweg. Und dann direkt mal eine Kiste gefunden. Es lohnt sich immer, ein bisschen umzugucken. Detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein, vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Ja. Sehr gut. Habt auch irgendwie wieder ein bisschen EP bekommen. Also wir gehen erstmal auch hier rein. Könnte es das wirklich sein? Gute Idee. Knicklicht ist schon mal sehr praktisch. Sehen wir ein bisschen mehr auf jeden Fall. Gut, dass er ein bisschen was dabei hat auf jeden Fall. Schauen wir mal. Oh. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Wow, krass auf jeden Fall. Schauen wir doch uns mal ganz mal um. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung dazu schreiben, wie ihr den ersten Part findet oder wie ihr das Spiel an sich findet. Kennt ihr das Spiel schon? Oder seht ihr das beim ersten Mal? Oder ja, wie schaut es denn bei euch aus? Oder habt ihr es selber schon gespielt oder habt ihr auch die Vorgänge gespielt? Würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Griechisch. Okay, das heißt, wenn wir das Ganze aber lesen sollten, können wir unsere Kenntnisse etwas erweitern. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Und dann lesen wir ein bisschen was anderes, dann können wir es lesen. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okay, vielleicht nochmal irgendeine Inschrift. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Ja, das, die gibt's schon ein bisschen länger, Trinity. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Für die Karte Tabulator drücken. Oder auch Tab, okay. So, hier ist etwas markiert.
Münzenversteck. Okay, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Was haben wir hier? Wandgemälde. Gut, das sind die ganzen Wandgemälde, wo wir gerade gemacht haben. Das Münzenversteck schauen wir uns auf jeden Fall an. Sowie natürlich jetzt unseren Zielpunkt. Und hier sieht man das Ganze auch schon. Sieht man auch so, was alles in der Nähe so ist. Münzenversteck, 3 Stücke, Wandgemälde, 355, Dokumente, 054 haben wir besetzt. Und da gibt es wahrscheinlich jeweils eine große Plage kam über das Volk. Ja gut, das gucken wir uns nicht uns genau an, aber das mal grob zu wissen schadet auf jeden Fall nicht. Ressourcen, hier sehen wir auch unsere Ressourcen, was wir haben. Kräuter, Fell, Pilz, exotisch, Wildschweinfett, okay. Hirschgeweih, exotisches Fell, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, was man mit dem alles anstellen kann. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Ich würde sagen, das gefällt uns auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall auch mal hier nochmal die Inschrift lesen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Tja, und so erweitern wir natürlich auch praktischerweise unser Griechisch etwas. Dann schlagen wir uns mal hier durch. Ein geheimer Eingang. Unglaublich, wenn Dad das nur hätte sehen können. Ja, da muss man mir zulassen oder sagen. Das schaut auf jeden Fall gigantisch aus. Gut. Okay, mit Q können wir unsere Einsatzziele sehen. Das ist da drüben. So mal um die Ecke rum. Gigantisch einfach. Oh, da ist ein Helikopter irgendwo wieder. Oh nein. Sie sind schon hier. Da, ist er wie gerade über uns drüber. Schnell. Das war mal wieder sehr, sehr knapp, aber so typisch. Wir suchen die Rätsel für sie raus und ja, und die machen eigentlich nur noch die Rest der Arbeit. Und wir haben sie eigentlich hierher geführt erst. Wenn ich so nehmen möchte. Und hier rüber. So, gehen wir hier rechts rüber. Sprung. Gut, so hier hochklettern, oder? Ja. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ne, hier ist nichts. Ich habe einfach mal geguckt, so ein bisschen. Was hier denn noch was sein könnte. Aber das scheint nicht zu sein. Hier können wir ganz hochklettern. Ein Durchgang. Hier liegen auch ein paar Waffen hier rum. In dem Durchgang. Ja. Helme, Speere. Verdammt, komm schon. Oh, das hat mal für einen Schreckmoment gesorgt. Wir sind ein paar Leichen. Na gut, dann, Lara, kämpfen wir uns doch mal hier durch. Schnell hier wieder raus, weg von den Skorpionen. Das Grab der Propheten. Hier gab es einen Kampf. Das Grab des Propheten. Soldaten gegen religiöse Pilger.
Der Trinity Orden. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und naja, ich werde mal wieder so frei sein und würde die Folge hier wieder beenden. Deswegen schreibt mal gerne eure Meinung, wie ihr die Folge fandet, die erste. Und wie ihr gespannt seid auf das Projekt, ob euch das gefällt, ob es euer Ding ist. Und natürlich sehen wir uns in der nächsten Folge oder bei einem anderen Projekt. Bis dann. Ciao.